Hey Anso. Hey Anne. Was machst du da? Ich lese einen Manga. Auf Japanisch? Naja, sagen wir, ich versuch's zumindest. Wow. Sag mal, was ist eigentlich mit deinem Ziel geworden, Animes ohne Untertitel schauen zu können? Es ist Sonntag und fast 9.30 Uhr. Lass uns das Ganze doch mal ausprobieren. Okay. Und zwar läuft Sonntag früh um 9.30 Uhr One Piece im Fernsehen und das werden wir uns jetzt anschauen. Oder halt eher ich als wir. Warum rede ich eigentlich immer im Plural? Und zwar läuft jetzt noch Dragon Ball kurz vorher im Fernsehen. Ich muss dazu sagen, einen kleinen Cheat mache ich dann aber doch. Und zwar schaue ich das Ganze zwar ohne deutsche und ohne englische Untertitel, aber mit japanischen Untertiteln. Einfach, um nochmal zu garantieren, dass ich dann vielleicht doch noch einen kleinen Tick mehr verstehe. Beim Untertitel. Ach ja, und übrigens, weil sich viele immer aufregen, dass auf deutschen Streaming-Seiten extrem viel Werbung kommt. Ich wollte nur mal erwähnen, dass hier bei One Piece vor One Piece Werbung kommt, nach dem Intro, zwischendrin und auch danach. Es ist unglaublich, wie viel Werbung zwischendrin kommt. Und die zwei, drei Werbespots, die dann auf deutschen Streaming-Seiten manchmal laufen, auf den legalen, das ist echt eigentlich ein Witz. Das sollten wir mal mehr zu schätzen wissen. Yay, es geht los! Das war das Intro und jetzt kommt Werbung. Und ich nehme euch einfach mal einen Timelapse von der Werbung auf, die allein nach dem Intro kommt. Übrigens, was mir bei den Untertiteln hilft, dass manchmal auch entweder die Lesung von Kanji dastehen, beziehungsweise manchmal aber auch einfach die Kanji, denn oftmals kenne ich die Bedeutung von Kanji, aber nicht die Lesung und wenn ich sie dann sehe, dann verstehe ich noch ein bisschen mehr, als wenn ich das Ganze nur hören würde. Deswegen hilft mir das meistens nochmal so ein kleines bisschen mehr. Und das war's. Und wie viel hast du jetzt wirklich verstanden? Das ist schwer zu sagen. Also, ich denke, ich habe genug verstanden, um der Handlung folgen zu können, aber ich habe nicht jedes Wort verstanden. Aber bald geht es ja nach Deutschland zurück. Was meinst du, was dann mit deinem Japanisch passiert? Das ist eine gute Frage. Hoffen wir einfach, dass ich nicht alles vergessen werde.